weniger Urlaub bei härtester Arbeit. 700 Grad heißes Aluminium wird hier gepresst, die Halle verraucht. 5 Tage Urlaub sind hier kein Luxus, sondern eine Notwendigkeit. Trotzdem stimmten 3/4 der Beschäftigten dem Urlaubsverzicht zu, aus Angst vor der Arbeitslosigkeit. Aber weniger Urlaub, dafür mehr Kurzarbeit. Wie geht das zusammen? Der Verzicht auf Urlaub heißt, ich brauche mehr Leute, die arbeiten. Ich brauche längere Arbeitszeiten. Zeitgleich eine Erhöhung der Kurzarbeit. Wie passt das zusammen? Also die Kurzarbeit war... Nee, jetzt müssen wir unterbrechen. Ja. Also, wenn ich jetzt auf Urlaubstage verzichte, auch freiwillig, ja, heißt das ja, dass ich an dem Rest der Tage Arbeit habe. Zeitgleich wird Kurzarbeit angemeldet, wo man ja eigentlich nachweisen muss, dass man keine Arbeit hat. Wie passt das zusammen? Also die Arbeit, die noch da ist, die versuchen wir so gerecht und so gleichmäßig über die vorhandene Belegschaft zu verteilen. Und wir haben auch verzichtet darauf, wir haben also keine Leiharbeiter mehr. Und nur mit maximaler Ausdehnung der Kurzarbeitsmöglichkeiten und der dadurch erreichten Entlastung des Unternehmens ist es möglich, dass es bei uns überhaupt weitergeht. Es ist so, dass die Beschäftigten auf 5 Tage verzichtet haben und stattdessen Kurzarbeit durchgeführt haben. Das heißt, es ist unserer Ansicht nach ein Griff in die Sozialkassen. Das ist skandalös, weil die Beschäftigten auf Entgeltfortzahlung verzichten, stattdessen nur den Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben und das Unternehmen sich die 5 Tage Lohn einfach einspart auf Kosten der Allgemeinheit. Christoph Rüdel arbeitet manchmal mehr als vor der Kurzarbeit in seinem Betrieb, der Trimet Aluhütte. Dafür kümmert er sich an Kurzarbeitstagen um die wesentlichen Dinge im Leben. Heute spielen die Väter vom SV Rhenania Bottrop gegen die Söhne. Abends in der Kneipe geht es um die Schattenseite. Wer zahlt eigentlich die Milliarden für die Kurzarbeit? Langsam sickert auch unter den Kollegen durch, dass sich der Staat einen Teil des Geldes im kommenden Jahr zurückholt. Von Ihnen. Denn das jetzt erhaltene Weitergeld wird bei der Lohnsteuer im kommenden Jahr nachberechnet. Ich sag mal, dass die uns aber in der Betriebsversammlung schon mal suggeriert haben, dass wir Steuern nachzuzahlen haben, ist ja die eine Sache. Die andere Sache ist natürlich, wie hoch ist der Betrag. Ne? Ich sag mal, angeschissen sind die Ehepaar, die zusammen veranlagt sind mit Kindern, die haben am wenigsten davon. Oder das heißt, die müssen. Wenn man jetzt hingehen würde, würde ich sofort sagen, pass mal auf, ihr kriegt nicht, ich sag mal, eine Summe X, 200 Euro Kurzarbeitergeld, da ziehen wir euch mal gleich einen 50er für ab für Steuern, da hat keiner was gegen. Dann hast du jeden Monat weniger. Aber dann am Ende des Jahres irgendwo den großen Klatsch zu kriegen, den hat doch keiner gerne. Das wäre mal eine Million. Das wäre intelligenter, ja, den Kurzarbeitern dann Geld sofort abzuziehen. Ja, und dann Ende des Jahres wird dann wieder voll. Und plötzlich hat der Doktor keinen Termin mehr frei. Ärzte reduzieren die Sprechstunden für Kassenpatienten. Ist das erlaubt? Die Antwort gleich in Report Mainz. Sie wollen doch wissen, was wirklich